Ich habe dem letzt in dieser Facebook-Gruppe, in dieser 100er, 200er Zeitgruppe, habe ich auch einen Golf R gesehen, ich glaube mit 500 PS, und er hat auch nur eine 9er Zeit gemacht. Ist ein bisschen madig, das kann ja eigentlich nicht sein. Da müsste schon, weiß nicht, da müsste eine 8er Zeit auf jeden Fall drin sein. Also, naja, aber geben wir uns mal den Sound hier. Sound haben die Dinger schon. Gut, vielleicht war das auch nur einer, der seine Zeit nicht korrigiert hat oder so. Ich habe es nur überflogen, aber eigentlich müssten die Dinger doch schneller sein. Ich meine, da muss schon was gehen. Die Anlage sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Fettes Video, ich glaube, das ist auch in 4K oder so gedreht. Also ist echt scharf. Stabil. Stabiler Sound. Airride auch am Start hier. Also, der Golf ist schon schön, aber es ist halt ein Golf. Also, ich kann mich da nicht so mit identifizieren. Ich denke, die Anlage ist auf jeden Fall legal. Also, ihr könnt mal kommentieren, ob die Anlage legal ist. Hört sich zumindest so an, also ist jetzt nicht übertrieben laut oder so. Wird schon ein guter Sound generiert, aber ist halt jetzt nicht so laut. Aber krasses Video. Also, muss ich echt sagen, krass. Hauptsache ohne Kennzeichen gedreht. Weiß nicht, mein Scheiße. Okay, auf jeden Fall geil, dass man das mit der Handy-App steuern kann. Ist dann wohl nicht legal, also zumindest hier in Europa. Aber man sieht ja auch, dass es nicht hier ist. Okay, also 50% Klappe offen. Hört sich schon gut an. Aber ist nicht so laut. Also ist jetzt echt nicht übertrieben laut. Okay. Also eigentlich geht die Anlage ja voll fit. Ja gut. Keine Ahnung, also für diejenigen, die einen Golf R haben, die kennen sich da wahrscheinlich besser aus. Sound ist geil.